Ende dieser Woche können die Eltern der getöteten Leonie und ihre vier Kinder ihre Tochter zu Grabe tragen. Auf einem Wiener Friedhof werden sich die Familie, Freunde und auch engste Vertraute von Leonie verabschieden. Das 13-jährige Mädchen wird in einem weißen Sarg mit weißen Rosen verabschiedet, anschließend verbrannt. Die Trauerrede wird ein Geistlicher aus Oberösterreich halten. Es ist der Wunschpfarrer der Eltern, stammt aus dem Heimatort des Vaters. Die Urne wollen die Eltern zu Hause im Gedenken an ihre jüngste Tochter aufstellen. Die Wiener Polizei wird dafür Sorge tragen, dass keine ungebetenen Gäste die Trauerfeier stören. Die Eltern hoffen nun primär, dass nach dem Begräbnis etwas Ruhe und auch ein Hauch von Normalität im Haus in Tulln an der Donau einkehren wird. Eines ist aber klar, normal wird das Leben der Familie ohne das 13 Jahre alte Mädchen ohne dies nie wieder sein. Ende Juni sollen insgesamt 4 Afghanen das 13-jährige Mädchen missbraucht und anschließend getötet haben. Alle 4 sitzen in Haft. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Vergewaltigung mit Todesfolge laufen. Es gilt die Unschuldsvermutung.